Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Ich eröffne die durch die Mittagspause unterbrochene Sitzung. Wir arbeiten uns jetzt an zwei Setzpunkten von je einer Stunde ab. Danach haben wir noch zwei zweite Lesungen von einer Stunde. Dann schauen wir einmal, wie spät es dann ist. Als Erstes rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 36, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Konflikte bei verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen beenden, Rundentisch, Ladenöffnungszeiten einrichten. Das ist die Drucksache 5147 aus 19. Zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 76, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, betreffend verkaufsoffene Sonn- und Feiertage. Das ist die Drucksache 5444 aus 19. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Lenders für die FDP-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wollen als Freie Demokraten, dass die vier verkaufsoffenen Sonntage, die laut Gesetz in Hessen auch möglich sind, auch wirklich umgesetzt werden können. Dazu hatten wir Ihnen einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Anlassbezug streichen sollte. Sie wissen genau, die Frage des Anlassbezugs ist der Grund, der dazu führt, dass viele verkaufsoffene Sonntage gerichtlich untersagt wurden, und nicht nur in Frankfurt oder Darmstadt, sondern sogar beim Frühjahrsmarkt in Eiterfeld. Es muss jetzt nicht jeder wissen, wo Eiterfeld liegt, meine Damen und Herren, aber es ist eine kleine Gemeinde. Gerade das letzte Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die Gerichte auch eine sehr unklare Rechtsprechung haben. Denn in Eiterfeld ist das Marktgeschehen und der verkaufsoffene Sonntag sehr räumlich begrenzt, sehr dicht am Marktgeschehen. Meine Damen und Herren, der Anlassbezug ist hier auch mit dem Frühjahrsmarkt in der Tradition zum einen begründet. Und, meine Damen und Herren, er ist auch klar gegeben. Dass das Gericht hier anders geurteilt hat, zeigt deutlich, dass wir hier in der Grundlage der Rechtsprechung ein Problem haben. Meine Damen und Herren, die Initiativen der hessischen Industrie- und Handelskammern zeigen umso mehr auf, dass es falsch war, unseren Gesetzentwurf abzulehnen. Sie haben uns immer wieder gesagt, es geht rechtlich nicht. Das Gutachten sagt eindeutig, jawohl, es ist verfassungsgemäß, und es geht rechtlich auch umzusetzen. Meine Damen und Herren, das Gutachten der Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern wurde allen Fraktionen im Landtag zur Kenntnis gebracht. Es unterstreicht noch einmal ausdrücklich, dass es möglich ist, durch Streichung des Anlassbezugs im Hessischen Ladenöffnungsgesetz eine für alle klare und sichere Lösung herbeizuführen. Es kann auch nicht sein, dass Städte, Händler einen verkaufsoffenen Sonntag planen und dafür viel Geld investieren, Werbung machen, damit die Kunden kommen, wieder die Innenstadt für sich entdecken, und dann müssen Gerichte das untersagen, weil das Gesetz die hier eigentlich zulässigen vier Sonntage in der Praxis nicht mehr ermöglicht. Händler, Kommunen und Kunden haben das Recht auf eine rechtssichere Lösung, und darum geht es. Es geht nicht darum, mehr als vier Sonntage möglich zu machen. Meine Damen und Herren, ähnlich sieht es ja auch die Mittelstandsvereinigung, z.B. der CDU in Hessen. Genau in diesem Sinne hat sich beispielsweise auch der sozialdemokratische Oberbürgermeister von Hanau, Herr Kaminski, geäußert und von der Landesregierung Rechtssicherheit eingefordert. Auch die kommunalpolitische Vereinigung der CDU an der Spitze der Frankfurter Bürgermeister Uwe Becker fordert eine saubere und rechtssichere Lösung. Meine Damen und Herren, ich sehe ja auch bei der CDU hier im Landtag schrittweise Erkenntnisfortschritt. Sie sagen immerhin, der Minister lehnt es ja nicht mehr
grundweg ab, sondern verweist auf die Evaluierung, die 2018 stattfinden soll. Herr Kollege Bellino, dann darf ich Sie aber einmal fragen. Wir diskutieren das mittlerweile seit 2014, seit 3 Jahren. Meine Damen und Herren, es gibt die Gutachten, es gab einen Gesetzentwurf von uns, da gab es eine Anhörung dazu. Aus der Anhörung hat sich ergeben, dass wir auch Änderungen vorgenommen haben. Warum eigentlich auf die Evaluierung warten? Meine Damen und Herren, das ist nichts anderes als die Ausfahrt für Helden. Herr Kollege Bellino, wo haben Sie denn eigentlich das Problem? Wo haben Sie denn eigentlich das Problem? Ist es das Problem, weil wir als Freie Demokraten diesen Gesetzentwurf eingebracht haben? Ist es das Problem, dass es eben nicht von Regierungsseite gekommen ist, sondern dass wir den ersten Aufschlag gemacht haben? Meine Damen und Herren, was haben denn die ganzen Reden von heute Vormittag, die schönen Reden vom Ministerpräsidenten uns denn sozusagen mitgegeben, wenn hier es wieder darum geht, ein ganz kleines Karo zu spielen? Wir haben unseren Gesetzentwurf sehr lange in den Beratungen gehalten. Nicht so sehr darum, ob wir dann jetzt mit dem Thema nach Hause gehen oder jemand anders, sondern weil es uns um die Sache geht, meine Damen und Herren. Mit der Evaluierung spielen Sie nur auf Zeit, damit die FDP nicht am Ende diesen Sieg, den Sie meinen, wie Sie meinen, dann davontragen kann. Meine Damen und Herren, es muss doch auch im Interesse der Landesregierung liegen, endlich eine ordentliche und rechtssichere Lösung zu finden. Ich fand es ganz spannend, als wir den Termin hatten mit dem Präsidenten des Landtages, mit Herrn Kartmann, mit den katholischen Laienvertretern. Und auch von den katholischen Laienvertretern klar das Signal kam, natürlich sind auch die katholischen Laien für eine rechtssichere Lösung. Sie sind da nicht die Hardliner. Und genau aus diesem Grund haben wir gesagt, dann lasst uns doch zumindest einmal einen runden Tisch einberufen, um diese Beteiligten und auch die Signale, die von da gekommen sind, einmal über Fristen nachzudenken. Da brauchen wir nicht auf eine Evaluierung warten, meine Damen und Herren. Das sind viele mittelständische Unternehmen in den Innenstädten, die um ihre Existenz kämpfen, wo viele Beteiligte viel Energie und viel Geld darin investieren und immer wieder von den Gerichten eingefangen werden. Meine Damen und Herren, der runde Tisch wäre unser Vorschlag, um am Ende tatsächlich zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Wenn es Ihnen darum geht, dass das nicht mit der FDP alleine nach Hause geht, dann fordere ich Sie auf, dann machen Sie einen Gesetzesvorschlag auf Grundlage eines Ergebnisses, was der runde Tisch erarbeiten kann. Da wären uns, den Beschäftigten im Einzelhandel und allen Kommunen sehr mit gedient. Vielen Dank. Danke, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Möller zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Sonntagsruhe hat in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Er hat verfassungsrechtlichen Rang, und damit ist es eine Frage, die jenseits von runden Tischen oder von irgendwelchen zeit- und nicht zeitgemäßen Äußerungen hier im Hause abhängig ist. Das sollten wir festhalten. Dies wurde mehrfach bestätigt durch diverse Rechtsprechungen. Wir haben 2009 eine ziemlich klare Aussage vom Bundesverfassungsgericht bekommen, dass nur in Ausnahmefällen von der Sonntagsruhe abgewichen werden darf. Und die Ausnahmefälle sind definierbar über sogenannte externe Ereignisse, also Märkte, Events, Feierlichkeiten oder Ähnliches. Ein bisschen komplizierter wurde das Ganze dann 2015, als das Verwaltungsgericht zusätzlich gesagt hat, es muss ein Nachweis erbracht werden im Vorfeld, dass der Grund für die Kundschaft, in eine Innenstadt zu kommen, nicht die Öffnungszeiten der Geschäfte, sondern der externe Anlass ist. Das hat die Sache jetzt nicht wirklich leichter gemacht. Und wir müssen uns auch ein bisschen orientieren an diesen mehrfachen Rechtsprechungen und auch an dem, dass, was immer wir tun, es tatsächlich auch Bestand hat. Und hier geht es eben nicht nur um Gutachten, hier geht es nicht nur
Und die Äußerungen und die Willensbekundung von Verbänden und Interessenvertretern, die nehmen wir alle zur Kenntnis. Das wird auch alles einfließen. Aber es geht hier schon darum, dass wir eine Regelung finden, die dann auch nachhaltig Bestand haben kann. Meine Damen und Herren, ich glaube, über das Arbeitsrechtliche müssen wir uns nicht groß unterhalten. Die vergangenen Jahre hat gezeigt, dass der Einzelhandel sehr wohl Möglichkeiten findet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubinden. Und wenn man sich in Städten umschaut, wo es zu einer Abweichung kam von bereits beantragten verkaufsoffenen Sonntagen, lag oftmals auch die Erleichterung und die Enttäuschung der betroffenen Mitarbeiter relativ nah beieinander. Durch Extravergütungen oder durch Ausgleich mit Freizeit haben nicht wenige Mitarbeiter damit gerechnet, dass es zu vier verkaufsoffenen Sonntagen kommt, weil die Vergütung nicht ganz unwillkommen war. Insofern haben wir auch mitbekommen, dass, wenn kurzfristig ein angesetzter verkaufsoffener Sonntag abgesagt wurde, sehr viele relativ ärgerlich waren. Noch ärgerlicher waren die Händler. Und da haben Sie natürlich recht. Der Innenstadthandel hat sehr große Herausforderungen momentan zu meistern. Ich spreche mal an den Onlinehandel. Das Verfahren kennt ja jeder, was ärgerlich ist. Der Kunde kommt in ein Geschäft, lässt sich lange beraten, lässt sich alles vorführen, verhandelt und dann fotografiert er das Produkt, geht nach Hause, setzt sich auf die Couch und bestellt es im Internet. Und wenn es dann nicht funktioniert, kommen wir zum Einzelhandel. Wie selbstverständlich gibt das dort ab und erwartet, dass man das Ganze auch wieder in Ordnung bringt. Und der Kollege hat mit seinem Zwischenruf natürlich recht. Kann sich jeder an die eigene Nase packen. Im Ergebnis wird das passieren, was wir überall beobachten können. Der klassische Einzelhandel, inhabergeführt, wird sich das Geschäft auf Dauer nicht leisten können. Und wenn man andere Faktoren hinzunimmt, die es dem Handel schwer machen, die Erreichbarkeit von Innenstädten, Stellplätze, ÖPNV, steigende Mieten, Personalkosten, das Vorhalten von einigermaßen Serviceangeboten, von einem gewissen Grundsortiment, dann kommen wir irgendwann in die Situation, auf dem Wege sind wir schon, dass nur noch die großen Ketten- und Franchise-Nehmer diese Mischkalkulation schlichtweg aushalten können. Und das können Sie sehen, wenn Sie ein bisschen durch die Innenstädte laufen, dass sich die Innenstädte, was das Sortiment angeht, immer mehr angleichen. Insofern sind wir bei Ihnen. Und die vier geöffneten Sonntagen plus das Weihnachtsgeschäft machen nicht selten bis zu 50% des Jahresumsatzes aus. Deshalb ist das ein ernstes Thema. Und deshalb nehmen wir uns dem Thema ja auch an und verweigern uns an die Diskussion. Aber wir bewegen uns in einem Spannungsfeld zwischen der Rechtsprechung und den Herausforderungen für den Innenstadthandel. Und das Ganze muss auch noch so formuliert werden, dass es Bestand hat und dass es verlässlich wird. Das Gesetz, das wir in Hessen haben, sollte eigentlich diesen Weg mal öffnen. Es sollte eigentlich vermitteln zwischen verschiedenen Interessenslagen, von den Kirchen angefangen, über die Händler, über die Innenstadthändler. Wir haben gesagt, maximal 4 Tage, aber an bestimmten Feiertagen nicht, maximal 6 zusammenhängende Stunden und so weiter und so fort. Das Ganze im Vorfeld abgestimmt mit den Kommunen, planbar zu machen, am besten für das ganze Jahr, für alle Beteiligten und auch für die Interessenvertreter in der Innenstadt. Das Ganze wurde flankiert auch mit Gesetzesinitiativen hier vom Landtag aus. Ich sage mal das Inge-Gesetz, Gesetz zur Stärkung innovativer Geschäftsbereiche in der Innenstadt. Das wird alles gerne angenommen. Und trotzdem zeigen die jüngsten Rechtsprechungen, dass dieses Gesetz in seiner jetzigen Form offensichtlich angreifbar ist, wenn man einzelne Punkte nicht 100% beachtet. Und Sie sprachen an die Anlassbezogenheit, Sie sprachen an die räumliche Nähe. Wir können jetzt lange diskutieren, ob eine räumliche Nähe in einer großen Stadt noch vorhanden ist, wenn am einen Ende Messe und am anderen Ende Geschäfte geöffnet sind, dazwischen 8 oder 9 Kilometer liegen. Wer solche Fehler macht, muss vielleicht auch damit rechnen, dass irgendein Gericht das kassiert. Und dass Gerichte damit Erfolg haben können, motiviert natürlich dazu, jede Ladenöffnungszeit sonntags zu hinterfragen. Und natürlich sind ein paar unterwegs, die nur darauf warten, dass Kommunen oder Verbände Fehler machen, in Anführungsstrichen. Das liegt in der Natur der Dinge. Und deshalb wird es in der einen Stadt genehmigt, in der anderen Stadt wird es vom Gericht kassiert. Wo ich bei Ihnen bin, ist auch der Ärger, der entsteht, wenn groß angekündigt wird und dafür geworben wird, dass an einem Sonntag die Innenstadt geöffnet hat. Die Mitarbeiter, die Geschäftsleute, die Einwohner, die Besucher richten sich darauf ein. Wenn im Nachbarland noch ein Feiertag ist, dann passt das idealerweise zusammen. Man plant das. Und noch sonntags ist im Radio und vielleicht in der Sonntagszeitung große Werbung dafür, heute alles geöffnet. Was dann vergessen wird, dass 24 Stunden vorher ein Gericht diese Genehmigung kassiert hat. Das ist schon passiert, und das ärgert dann
über alle Maßen noch hinaus alle Beteiligten. Und deshalb muss Ziel sein, in einer Befassung mit der Rechtsprechung vor dem Hintergrund der Erfahrungen im kommenden Jahr, wenn es ohnehin fällig ist, sich das Gesetz noch einmal vorzuknöpfen. Und wir müssen bestimmte aktuelle Probleme schlichtweg da genau betrachten, nämlich der räumliche Zusammenhang zwischen Anlass und zwischen geöffneten Geschäften, die Problematik mit den Schätzungen der Besucherströme im Vorfeld, die aktuellen Gerichtsentscheidungen. Und ja, dazu kommt auch noch NRW jetzt. Die machen etwas ganz Neues. Bis wir das Gesetz in Hessen ändern, werden wir auch die ersten Rechtsprechungen in Nordrhein-Westfalen sehen. Und dann können wir auch betrachten, ob dieser Weg gangbar ist. In 2018 evaluieren wir das Gesetz mit Zielrichtung 2019. Ich schlage vor, dass wir uns bis dahin klug beraten lassen von Interessenvertretern, uns die Rechtsprechung betrachten, uns die Gesetzeslage anschauen, uns die anderen Länder betrachten, die wo ja 13 von 16 Ländern auch nur 4 Tage haben maximal, und dann alle Entspanntheit und gut vorbereitet nächstes Jahr in den runden Tisch von mir, da kann auch eckig sein, das spielt keine Rolle, gehen, um das Gesetz in Hessen vorzuknöpfen, damit wir 2019 ein neues Gesetz, ein Gesetz angepasst an die Situation, ein aktualisiertes Gesetz auf den Weg bringen können. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Uns ist wichtig, bei aller Diskussion, dass für die Mitarbeiter und für die Menschen vor Ort klar ist, der verkaufsoffene Sonntag muss die Ausnahme bleiben. Der Regelsonntag bleibt und muss arbeitsfrei bleiben. Das muss ein deutliches Signal sein, auch hier vom Hause. Es muss bei Ausnahmen bleiben, um die Geschäfte zu öffnen. Was wir anstreben müssen, ist die Angreifbarkeit zu verhindern, zu minimieren und dadurch die Planungssicherheit zu erhöhen. Liebe Kollegen von der FDP, ich schlage vor, dass wir im kommenden Jahr auch Ihren Antrag noch einmal aufrufen, nach dem Motto, wir setzen uns zusammen, wenn es soweit ist. Bis dahin sollten wir die Bälle etwas flach halten. Ich glaube nicht, dass das Thema sich für solche voreiligen Initiativen eignet. Vielen Dank. Danke, Herr Müller. Für die SPD-Fraktion bekommt Herr Decker nun das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatten über die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen gehören inzwischen mit zu unseren treuesten Wegbegleitern hier im Haus. Und nun ist gegen treue Wegbegleiter eigentlich nichts einzuwenden, allemal dann nicht, wenn sie Dauerthema sind und auch der arbeitsmarktpolitische Sprecher dadurch immer Arbeit hat, meine Damen und Herren. Aber nein, wir wollen die Debatte heute mit der notwendigen Ernsthaftigkeit führen, so wie wir das in den letzten Runden auch schon immer getan haben. Denn wir verstehen ja auch als SPD-Fraktion durchaus, dass Sie sich Gedanken über die Zukunft des Einzelhandels machen und über die Zukunft der Innenstadtentwicklung. Und deshalb haben wir uns Ihren Antrag mit seinen drei Absätzen auch sehr intensiv angeschaut. Und auf den ersten Blick kann man ja durchaus sagen, dass er die Interessen der einkaufenden Bürgerinnen und Bürger, des Handels, der innerstädtischen Entwicklung sowie die Interessen der Beschäftigten und der Kirchen im Blick hat. Es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es in der einen oder anderen Stadt oder Gemeinde zu den bekannten Problemen bei der Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen kommt, je nachdem, was als Anlassbezug benannt wird bzw. wer die Akteure sind. Ich habe heute Morgen gerade aus dem Kollegenkreis ein Beispiel gehört. Man hat sich vor Ort durchaus geeinigt, aber dann ist von beiden Seiten die überörtliche Ebene auf den Plan getreten, und da war es mit der Einigung geschehen. Das ist nachvollziehbar, dass das eine unbefriedigende Situation ist. Es gibt allerdings auch in vielen anderen Kommunen hingegen gute Beispiele, wo es keine Probleme gibt, so z. B. in Kassel. Ich habe das bei einer der Reden dazu schon mehrfach erwähnt. Da läuft es dort so reibungslos, weil sich alle Akteure dort im Grundsatz vor Ort einig sind, und zwar einig über den Umfang, Art und Anlass der Ladenöffnung, und zwar aber auch immer auf der Grundlage des nach wie vor geltenden aktuellen Ladenöffnungsgesetzes und natürlich der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts. Ich komme später noch einmal darauf zurück. Was wir allerdings in Ihrem Antrag nicht sehen, das ist die Gemengelage zu unbefriedigenden Ergebnissen für die Beschäftigten und die Kirchen führt. Die Arbeitnehmer und die Kirchen wollen ganz sicherlich nicht an dem bestehenden Gesetz rütteln. Das ist mir jedenfalls bisher noch nicht bekannt geworden. Warum auch? Denn es schützt ja im Grunde genommen zunächst auch ihre Interessen, nämlich das Interesse an einem geschützten Tag der Arbeitsruhe. Und so treu wie
uns dieses Thema im Landtag begleitet. So treu bleibt die SPD-Fraktion deshalb auch bei ihrer Haltung, meine Damen und Herren. Aus Sicht der SPD-Fraktion gibt es dafür auch aus unserer Sicht mehrere gute Gründe, das Gesetz beizubehalten. Zuallererst fühlen wir uns heute und auch in Zukunft natürlich den Beschäftigten, den Kirchen und den Vereinen mit ihren Bedürfnissen nach der sonntäglichen Ruhe verpflichtet. Denn es geht um den Schutz der Familien sowie der körperlichen und seelischen Gesundheit, den Schutz von Religion und Kirchen, den Schutz der Vereine, des Sports und der Kultur und den Schutz von Freizeit, die in Zeiten immer zunehmender Arbeits- und Alltagsbelastung mehr denn je nötig sind, meine Damen und Herren. Ganz einfach gesagt, die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind froh, wenn sie an Sonn- und Feiertagen ganz einfach mal ihre Ruhe haben, meine Damen und Herren. Des Weiteren haben wir aufgrund der klaren und eindeutigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts große rechtliche Bedenken gegen eine Gesetzesänderung. Denn das Gericht macht sehr deutlich, dass das in Artikel 140 Grundgesetz verankerte Verbot an Sonn- und Feiertagsarbeit so bedeutsam ist, dass es nicht ohne bestimmten Grund aufgehoben werden kann. Ich betone das, meine Damen und Herren, an dieser Stelle deshalb nochmals so klar und deutlich, weil wir uns natürlich auch überlegt haben, was Sie mit dem Vorschlag eines runden Tisches beabsichtigen. Das ist dann der Absatz 3 Ihres Antrags. Geht es dabei nur darum, regionale Konflikte zu lösen und Interessenausgleiche vor Ort zu finden? Wenn ja, wie sollen sie aussehen? Oder soll es am Ende darauf hinauslaufen, den Anlassbezug aus dem Gesetz zu streichen oder zumindest zu lockern? In Ihrer Einbringungsrede habe ich in der Richtung zumindest leicht etwas wahrgenommen. Dazu habe ich aber unsere Haltung eben schon deutlich gemacht. Ich glaube nicht, dass uns dieser runde Tisch da viel weiterhilft. Ich empfehle vielmehr, dass sich die Akteure vor Ort rechtzeitig vorher zusammensetzen und sich auf Lösungen verständigen, die dann auch funktionieren und in jedem Fall auch das Klagerisiko mindern könnten. In diesem Zusammenhang will ich nochmals das wiederholen, was ich in den vorangegangenen Debatten hier auch schon mehrfach dargelegt habe. Wir halten den Wegfall eines konkreten Ereignisses für die sonntägliche Öffnung auch für wenig geeignet, den innerstädtischen Handel wirksam zu stützen. Es gibt sogar Marketingfachleute, die dann die Gefahr sehen, dass man durch die Ladenöffnung die ganze sonntägliche Verkaufsveranstaltung schlicht einfach unattraktiv machen würde, meine Damen und Herren. Und überhaupt, wir glauben auch nicht, dass eine Erleichterung der Ladenöffnung, egal ob durch eine Ausweitung oder durch den Wegfall des Anlassbezuges, der Einzelhandel besser vor dem Internethandel zu schützen wäre. Ich schaue nochmals nach Kassel. Dort haben wir mit den geltenden Regelungen kaum Schwierigkeiten. Die verkaufsoffenen Sonntage finden statt. Aber glauben Sie, dass deshalb der Internethandel nicht weiter wächst? Ich glaube es nicht, und ich glaube, es ist auch nicht so, meine Damen und Herren. Und schauen wir einmal über den Teich in die USA. Nach meiner Kenntnis haben wir dort Ladenöffnungszeiten, die viel, viel großzügiger sind als bei uns, um es jetzt mal zurückhaltend auszudrücken. Und dort hat der Einzelhandel genauso unter dem Internethandel zu leiden, wahrscheinlich sogar noch viel mehr als bei uns, meine Damen und Herren. Ich will zum Schluss sagen, ich hätte da möglicherweise noch ganz andere Ideen, dem Einzelhandel und der Entwicklung der Innenstädte unter die Arme zu greifen, z.B. mit vernünftigen tarifgeschützten Arbeitszeiten, die dann Zeit und Muße zum Bummeln und Einkaufen schaffen, meine Damen und Herren, oder mit ordentlichen Tariflöhnen, die es jedem erlauben, seine Einkäufe im vielleicht etwas teureren Fachgeschäft mit dem entsprechenden Service in der Stadt zu tätigen, anstatt im Internethandel dann auf Schnäppchenjagd gehen zu müssen, oder indem das Land z.B. die Kommunen künftig besser bei der dringend notwendigen Investitionen unterstützt, um unsere Innenstädte attraktiver zu machen, z.B. beim Thema ÖPNV, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch ein Wort zu dem vorliegenden dringlichen Entschließungsantrag der CDU. Es kommt höchst selten vor, dass wir einem Ihrer Anträge umfänglich zustimmen können, aus guten Gründen. Aber in diesem Fall ist das so, weil ich hatte das Gefühl, als wenn ich ihn gerade selber geschrieben hätte, meine Damen und Herren. Ja, wer meiner Rede ordentlich zugehört hat, weiß, dass das alles da drin steht. Meine Damen und Herren, wir werden diese Debatte sicherlich
im kommenden Jahr im Zuge der Evaluierung, es ist ja schon angesprochen, hier an dieser Stelle mit großer Ausführlichkeit fortführen. Und ich glaube auch in der Tat, dass das dann auch der richtige Rahmen ist, um das Pro und Contra ausführlich zu diskutieren. Aber schon heute möchte ich dazu großer Vorsicht und Behutsamkeit auch im Zuge der Evaluierung des Gesetzes anraten. Und die jüngsten Diskussionen und Forderungen hinsichtlich der Ladenöffnung am Heiligabend, der diesmal auf einen Sonntag fällt, haben uns mal wieder die Frage vor Augen geführt, wo fängt das an und wo soll das aufhören, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke, Herr Decker. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Frau Kinkel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Streit um die verkaufsoffenen Sonntage ist ja in dieser Runde nicht neu, hat den Landtag in der Vergangenheit schon öfter beschäftigt und wird ihn wahrscheinlich auch in der Zukunft noch häufiger beschäftigen. Fest steht aber, dass wir hier auf Landesebene ja nicht im luftleeren Raum entscheiden können, sondern natürlich den Sonntagsschutz aus der Verfassung berücksichtigen müssen. Und dass der Schutz des Sonntags und des anerkannten Feiertags nach wie vor gilt, das hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Berliner Ladenöffnungsgesetz noch einmal bestätigt. Und zwar nicht nur vorrangig aus Gründen der Religionsausübung, sondern vor allem auch zur Arbeitsruhe und um das soziale Zusammenleben zu ermöglichen und zu sichern. Weil genau das ist in unserer beschleunigten Gesellschaft ja immer schwieriger, zur Ruhe zu kommen, Zeit mit der Familie zu verbringen und einfach mal richtig abzuschalten. Und dazu tragen natürlich auch die immer flexibleren Arbeitszeitregelungen bei, die ständige Erreichbarkeit und ein ständiger steigender Druck in der Arbeitswelt. Und deshalb finden wir Grüne es wichtig, den Sonntagsschutz weiterhin auch so streng zu handhaben, insbesondere zum Schutz der Arbeitnehmerinnen, denn es sind überwiegend Frauen, die als Verkäuferinnen arbeiten, aber auch zum Schutz der Arbeitnehmer. Als Argument für die Sonntagsöffnungszeiten, die Konkurrenz aus dem Internet zu nehmen, ist ein schwaches Argument. Denn egal, wie weit wir die Öffnungszeiten ausweiten, Internetshopping wird ja immer noch viel flexibler möglich sein. Und wir GRÜNE sind deshalb strikt dagegen, diese Konkurrenz auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die Öffnungszeiten aufzunehmen. Das Urteil zu Berlin sagt ja ganz deutlich, eine Öffnung an einem Sonntag darf nicht dazu führen, dass dieser ein Werktag wie jeder andere auch wird, sondern der Verkauf an einem Sonntag muss einen Anlass über dieses reine Einkaufs- und Verkaufsinteresse hinaus haben. Die Regelung ist eigentlich ja dadurch eindeutig. Sonntagsöffnungszeiten ohne Anlassbezug, nur um flexible Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen, ist durch die gesetzgeberische Vorgabe nicht möglich. Und im Übrigen, auch überhaupt nicht gewollt. Wir hatten ja die Diskussion über die Ladenöffnung an Heiligabend. Und das hat ganz deutlich gezeigt, wo die Prioritäten der Gesellschaft liegen. Denn eine überwältigende Mehrheit ist gegen eine Öffnung der Läden an Heiligabend. Die Konkurrenz zum Internetshopping ist auf einer ganz anderen Ebene relevant, nämlich beim Wettbewerb um die Qualität, die Beratung und den Service. Und hier hat ja der Einzelhandel einiges zu bieten und muss sich nicht verstecken. Und am Ende hängt es natürlich auch wieder an jedem Einzelnen. Bestelle ich das Buch im Internet? Stärke ich damit große Versandhäuser oder kaufe ich das Buch bei der Buchhandlung in der Innenstadt? Übrigens gehört zu der Stärkung der Konkurrenzfähigkeit zum Online-Shopping auch, dass die Innenstädte zum Bummeln und zum Verweilen einladen. Dazu trägt das Programm Stadtumbau in Hessen des Umweltministeriums erheblich bei und stärkt auch den Einzelhandel wesentlich mehr, als es reguläre sonntägliche Öffnungszeiten z. B. machen würden. Es gibt nämlich bei der immer stärkeren Ausweitung der Öffnungszeiten auch den Effekt, dass kleine Anbieter, gerade in dem Beispiel auch von Eiterfeld z. B.,
und ladeninhabergeführte Geschäfte nicht mehr mithalten können und damit auch vor Ort eine weitere Konzentration auf die großen Ketten erfolgt. Wir GRÜNEN sehen aber auch die Diskussion, die es in den vergangenen Monaten um die verkaufsoffenen Sonntage gab. In einigen Kommunen ist die Sonntagsöffnung an Klagen der Gewerkschaften und den Kirchen gescheitert, da eben der enge Zusammenhang zu dem besonderen Anlass nicht immer klar erkennbar war. Frau Kinkel, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ja. Herr Lenders. Frau Kollegin, können Sie uns die Frage beantworten, wann das letzte Mal die große Reform der Ladenöffnungszeiten und welche Bundesregierung seinerzeit Verantwortung getragen hat? Können Sie uns sagen, wann das war? Sehen Sie es mir nach, dass ich... Sehen Sie es mir nach? Das weiß ich nicht, aber das Ladenöffnungszeitengesetz in Hessen ist ja auch das Thema gerade. Und ich denke, da kommen wir ja bei der Evaluation auch noch einmal dazu, uns darüber auszutauschen. Ja, wenn geplante Öffnungszeiten kurzfristig abgesagt werden müssen, weil sie eben gerichtlich untersagt werden, dann ist das ohne Zweifel eine ärgerliche Situation für alle Beteiligten, also einmal die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer, die sich darauf eingestellt haben, deren Familien und auch die, die sich gefreut haben, sonntags einkaufen zu gehen, und natürlich auch die Kommunen. Die Verfahren sind auch eine Konsequenz daraus, dass es keine gesellschaftliche Einigung darüber gibt, was vor Ort an Sonntagen gewollt ist und was eben nicht. Und da haben natürlich die Gewerkschaften und die Kirchen eine ganz andere Vorstellung als die Unternehmensverbände. Wir GRÜNEN sind der Meinung, dass sich diese Probleme auch vor Ort am besten lösen lassen, mit den Gewerkschaften vor Ort, mit dem Einzelhandel, mit den Kirchen, den beteiligten Firmen, deren Betriebsräten. Und das ist eben der Unterschied zur FDP-Position. Ein runder Tisch auf Landesebene, so wie Sie ihn vorschlagen, mit der Beteiligung von Landtagsabgeordneten, das wäre vielleicht politisch sichtbar, aber es würde ja im Zweifel die Probleme, die es vor Ort gibt, überhaupt nicht lösen. Deshalb regen wir in unserem Antrag an, sich auf kommunaler Ebene mit allen Gruppen frühzeitig auf die maximal 4 verkaufsoffenen Sonntage pro Jahr zu verständigen und dass dies auch wirksam dazu führt, eben das Klagerisiko zu verringern, zeigt das Beispiel Rheinland-Pfalz, wo das bereits praktiziert wird. Das gibt den Unternehmen Planungssicherheit und spart die Gerichtskosten. Sehr geehrte Damen und Herren, es macht sicherlich Sinn, den Sachverhalt und das Hessische Ladenöffnungsgesetz zu evaluieren und zu schauen, ob die Regelungen wirksam sind und wenn nicht, wo verbessert werden kann. Diese Evaluierung wird nächstes Jahr beginnen. Und bis dahin werden wir sehen, ob die Gespräche vor Ort funktionieren und ob eine gemeinsame Position gefunden werden kann. Wir GRÜNEN sehen aber keinen Sinn darin, einen runden Tisch auf Landesebene einzurichten, der nichts weiter als eine symbolische Wirkung haben kann. Vielen Dank. Danke, Frau Kinkel. Für DIE LINKEN hat sich Frau Schott zum Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorweg, das angesprochene Thema ist ein wichtiges, doch das Ansinnen der FDP ist mal wieder sehr durchschaubar. Sie wollen wie eh und je den Schutz von Sonn- und Feiertagen weiter aufweichen. Das wird es mit uns nicht geben. Wir werden uns dagegen stellen, so gut und so lange wir können. Was ist die Situation? Der Sonn- und Feiertagsschutz wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten weitgehend ausgehöhlt. Vor nicht allzu langer Zeit begann für den ganz überwiegenden Teil unserer Bevölkerung spätestens am Samstagnachmittag das Wochenende. Feiertage waren generell besonders geschützt. Es gab kaum Betriebe,
denen aus wirtschaftlichen Gründen Ausnahmen genehmigt wurden, sondern es gab Notdienste in den Bereichen, die für die Bevölkerung lebensnotwendig waren, also z.B. in den Krankenhäusern, Polizei, Feuerwehr und so weiter. In der Zwischenzeit haben wir aber eine Situation, in der das Arbeitsleben der meisten beschäftigten Menschen völlig entgrenzt ist. Familien haben kaum mehr gemeinsame Zeiten. Das heißt, der 9-to-5-Job an 5 Tagen in der Woche ist nicht mehr die Regel, wie das mal war, sondern das ist ja die Ausnahme. Menschen arbeiten in Teilzeit, Menschen arbeiten in Schichten. Arbeit ist durch ständige Erreichbarkeit völlig entgrenzt. Eltern sind beispielsweise zu Hause in ihrer Freizeit, wenn die Kinder in der Schule sind, und arbeiten am Abend und müssen dann noch einmal organisieren, wie Kinder zu betreuen sind. Das Familienleben ist komplett zerrissen. Schon deshalb ist es so wichtig, dass für so viele wie mögliche Menschen der Sonntag frei ist, und das nicht nur für den Zusammenhalt von Familie und Gesellschaft und für die Erholung, sondern es geht auch um ein ganz rationales Argument. Die Menschen können das Geld, das sie haben, eben nur einmal ausgeben. Und ob sie es am Freitagnachmittag ausgeben oder am Sonntag, ändert wirtschaftlich nichts. Es ändert sich nur, dass alle Betriebe rund um die Uhr geöffnet bleiben müssen. Bequemlichkeit für die einen ja, weil man eben immer einkaufen gehen kann, aber der Verlust von Planbarkeit und Gemeinsamkeit für die Beschäftigten. Das wollen wir so nicht. Und dann kommt das Argument mit dem Einkaufen im Netz. Ja, aber wenn wir politisch etwas am Einkaufen im Netz verändern wollen und die Menschen mehr dazu animieren wollen, dass sie tatsächlich vor Ort einkaufen, dann sollten wir auch einmal darüber nachdenken, warum das Einkaufen im Netz so attraktiv ist. Und dazu gehört auch, ich kriege die Dinge nach Hause geliefert, und zwar ohne den realen Preis dieses Transportes zu zahlen. Denn es bedeutet, wir fahren jedes einzelne Teil einzeln für jeden einzelnen Menschen bis vor seine Haustür durch die Gegend. Und früher kam einmal der Paketbote, heute kommt er 3, 4 und 5-mal. Was das für eine Belastung für unsere Kommunen ist, was das für eine Belastung für unsere Umwelt ist und was das für unerträgliche Arbeitsbedingungen für die Menschen sind, die diese LKWs fahren, das wissen wir doch alle, und das kann doch nicht das sein, was wir wollen. Machen wir endlich den Transport so teuer, wie er wirklich sein müsste, damit er die Kosten reinfährt, die er verursacht gesellschaftlich. Dann ist auch das Einkaufen im Netz deutlich weniger attraktiv. Nun geht es für uns nicht darum, die Uhr zurückzudrehen. Aber wir wollen und müssen den Schutz der Beschäftigten, den Schutz der Familien und den Schutz einer nicht ausschließlich am Kommerz orientierten Gesellschaft deutlich stärken. Und ich will Ihnen sagen, bei der Debatte um die Öffnung am 24. Dezember in diesem Jahr ist mir speiübel geworden. Speiübel. Die Vorstellung, dass die Menschen im Einzelhandel am Sonntag in ihren Laden gehen sollen, wo sich früher jeder gefreut hätte, dass Menschen mal 3 Tage am Stück frei haben, wo Menschen mal 3,5 Tage sogar, weil sie Samstagnachmittag auch noch frei gehabt hätten, und viele haben ja am Samstag auch Gott sei Dank noch frei, so lange am Stück frei gehabt hätten, sich erholen können und genießen können, dass es Feiertage gibt. Ja? Das aufzuweichen, indem wir erwarten, als ob wir weder Kühlschränke noch Gefriertruhen zu Hause hätten und alle verhungern würden, wenn wir nicht einkaufen können, dass am Sonntagmorgen die Läden geöffnet wurden. Über diese Debatte ist mir ehrlich übel geworden. Wenn ich für mich selber den Anspruch habe, ich möchte ein gutes und ein schönes Fest verbringen, dann sollte ich das den anderen auch zugestehen. Ich bin froh, dass viele, auch Einzelhandelsketten, auch große Ketten, von sich aus gesagt haben, wir machen an dem Tag nicht auf. Ich bin froh, dass es die Debatte so gelaufen ist und das Ergebnis so gelaufen ist. Und ich möchte auch noch einmal daran erinnern, weil heute kam so ein Anklang hier in diese Debatte rein, als ob man irgendwann einmal beschlossen hätte, 4 Sonntage macht man auf, und dann muss es da noch irgendwie einen Anlass geben. Die Idee war ursprünglich, es gibt einen Anlass, es gibt ein etabliertes Fest, es gibt eine etablierte Veranstaltung, die seit eh und je an diesem Sonntag stattfindet, und deshalb gestattet man auch ausnahmsweise 4-mal im Jahr an diesem Sonntag das Geschäft zu öffnen. Und nicht, wir gestatten 4-mal im Jahr das Geschäft zu öffnen und erfinden dafür irgendeine Bratwurstkirmes, damit wir eine Rechtfertigung haben. Und wenn das vor Ort daraus gemacht wird, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn das angefochten wird. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Gerichte so entscheiden, wie sie vielerorts entscheiden. Man kann es nicht herbeibiegen. Und ob man denn nun in Eiterfeld oder in Lohfelden oder sonst irgendwo unbedingt einen verkaufsoffenen Sonntag braucht, wage ich zu bezweifeln, denn für die Versorgung der Menschen brauchen wir ihn beileibe nicht.
DIE LINKE unterstützt daher seit Jahren die Forderung des Bündnisses für den Sonn- und Feiertagsschutz. Eine lohnende Debatte wäre darüber nachzudenken, warum in Hessen bundesvergleichsweise weniger Feiertage sind. 5 Tage mehr hat Bayern. Und geht es denen nun ökonomisch so viel schlechter? Nein. Es ist eine Mehr zu glauben, rund um die Urversorgung sei glücklichmachend. Freie Zeit für alle ist ein viel höherer Wert, und für den machen wir uns stark. Ich frage mich auch, warum die FDP einen runden Tisch einsetzen will, denn die Positionen sind doch klar. Und es ist gut, dass die FDP weder in Hessen noch in Berlin in Regierungsverantwortung gekommen ist, weil sie damit wenigstens ein Ende der immer weiteren Aushöhlung der Sonntags- und Feiertagsarbeitsschutzes verbunden ist. Wir wollen, dass der Sonntag der Familie gehört. Bei dieser Position werden wir bleiben, und daran wird auch ein runder Tisch nichts ändern. Danke, Frau Schott. Für die Landesregierung hat sich Herr Grüttner zu Wort gemeldet. Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Natürlich ist es ein Thema, das uns seit längerer Zeit und immer wieder beschäftigt. Eines vorangeschickt: Die Frage der Sonntagsruhe hat für die Hessische Landesregierung einen hohen Stellenwert, und diesen hohen Stellenwert verteidigen wir auch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und trotzdem müssen wir uns an der Stelle natürlich auch schon Gedanken darüber machen, wenn es um die Fragestellung von Ladenöffnungen und verkaufsoffenen Sonntagen geht, in welchem Kontext wir es diskutieren und mit welcher auch Wahrhaftigkeit wir es diskutieren. Und wenn ich sage, mit welcher Wahrhaftigkeit, mache ich das an einem Beispiel fest, weil das gerade eben auch in einem Beitrag dargestellt worden ist über die Fragestellung, verbunden mit einem persönlichen Übelkeitsgefühl, was den verkaufsoffenen Sonntag und die Diskussion an Heiligabend betrifft. Ein Blick ins Gesetz hätte genügt, um diese Diskussion überhaupt nicht anfangen zu lassen. Weil das Gesetz ist eindeutig, in dem drin steht, auf jeden Fall kein verkaufsoffener Sonntag, unter anderem, das andere lasse ich weg, an den 4 Adventssonntagen. Und wer geschaut hätte, dass der Heiligabend in diesem Jahr als Sonntag auf den 4. Adventssonntag fällt, hätte automatisch festgestellt, dass diese Diskussion vollkommen überflüssig ist. Und da stellt sich Und dann stellt sich an diesem Moment durchaus die Frage, ob es wirklich ein Interesse der Gewerkschaft Verdi, ich nenne das ganz bewusst, weil die es auf die Tagesordnung gewesen ist, an dem Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja nicht einen verkaufsoffenen Sonntag zu machen liegt, oder an der Fragestellung des Erzeugens einer Diskussion, die jeglicher Sachgrundlage entbehrt. Und wahrscheinlich nur deswegen auf die Tagesordnung gebracht worden ist, um Stimmung zu machen und nicht etwa um die Fragestellung von Ladenöffnungszeiten an Sonntagen zu diskutieren. Weil die Rechtslage ist eindeutig. Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, an dem wir sind. Wir müssen an der Stelle schon konstatieren, und das ist schon richtig, und das hat auch im Hinblick auf die Fragestellungen des letzten Gerichts des Urteils zum Verbot eines verkaufsoffenen Sonntages in Hanau beigeführt. Und heute waren ja zum Teil Zeitungen auch voll über die Berichterstattung im Hinblick auf diese Entscheidung eines Gerichtes. Das Gericht hat an dieser Stelle ausgeführt, der Antragstellerin, also der Stadt Hanau, war es nicht gelungen, zu begründen, warum ausschließlich als Annex zu einem Herbstmarkt verbundenen 3 Märkten, die keinerlei Traditionsveranstaltung an dieser Stelle ist, die Läden geöffnet sein müssen. Und wenn man diese Begründung liest und gleichzeitig liest, welche Handlungsanweisungen und Empfehlungen die Hessische Landesregierung den kommunalen Spitzenverbänden, den Städten, den Kommunen zur Verfügung gestellt hat, in denen sehr klar drin steht, wie die Kriterien, wie die Begründung, wie die Abfolge aussehen soll, und nach meiner Kenntnis nach
ist kein einziger verkaufsoffener Sonntag gerichtlich verboten worden, der diesen Richtlinien entsprechend beantragt worden ist oder Hilfestellungen beantragt worden ist. Wenn man sie missachtet, muss man sich nicht wundern, dass es entsprechende Gerichtsurteile gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und trotzdem, auch an dieser Stelle, also wir sind ja da nicht blind oder wir sind ja auch nicht beratungsresistent. Gibt es immer wieder eine Situation, na ja, Herr Rudolph, immerhin hat Herr Decker gesagt, dass er einem Antrag der CDU zustimmen kann. Der ist im Übrigen geschrieben worden, bevor er gesprochen hat. Also insofern kann man ja auch sagen, er hat den CDU-Antrag nachgesprochen an dieser Stelle. Ist auch insofern in Ordnung. Aber es ist an der Koalitionsfraktion, Entschuldigung, Koalitionsfraktion selbstverständlich. Aber es ist an dieser Stelle vollkommen klar, dass wir wissen, dass es eine Unsicherheit im Bereich derjenigen gibt, die einen verkaufsoffenen Sonntag planen und beantragen, auch wenn sie sich an diese Richtlinien halten. Und wir müssen uns ohne die Fragestellung der Ausweitung von Sonntagen, und da bin ich wirklich mal gespannt, wie die das in Nordrhein-Westfalen umsetzen wollen, da werden wir einige Erfahrungen an dieser Stelle durchaus mitmachen. Das hört sich plakativ an. In der Umsetzung halte ich das für etwas problematisch. Und die Berliner sind damals auch auf die Nase gefallen, als sie eine ganz andere Regelungsmöglichkeit für sich in Anspruch nehmen wollten. Das hat ja auch zu dem Bundesurteil oder der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geführt, die uns heute in der Tat in der Auslegung immer noch Schwierigkeiten macht. Also, wie können wir es schaffen, eine Rechtssicherheit, eine größere Rechtssicherheit darzustellen? Ich habe von diesem Pult aus schon einmal gesagt, aber diese Prüfungen sind ausgesprochen schwierig. Können wir Fristen setzen, innerhalb derer eine Beantragung oder eine Entscheidung oder eine Fragestellung einer Letztentscheidung ist, damit nicht Werbemaßnahmen anlaufen bis 3 Tage oder 2 Tage vor dem geplanten verkaufsoffenen Sonntag und er dann durch Eilantrag gekippt wird? Also können wir dort ein Stück weit Hilfestellung machen? Die Prüfungen gestalten sich eindeutig schwierig, auch im Hinblick auf die Fragestellung der Rechtsmittel, die man in Anspruch nehmen kann, der Fragestellung, wie Gerichte dahingehend entscheiden. Oder muss es nicht an einer Stelle auch den Versuch geben, mit den Betroffenen, und da sage ich ja, Gewerkschaften, da sage ich Kirchen, da sage ich Einzelhandel und vieles mehr, möglicherweise zu Regelungen zu kommen, wie weit man Entscheidungen auch delegieren oder verlagern kann. Da sind wir offen in der Fragestellung solcher Diskussionen. Deswegen sehe ich auch nicht die Notwendigkeit jetzt erst einmal eines runden Tisches. Aber was wir machen können, ist, dass wir den Beginn der Evaluation vorziehen und früher damit beginnen, auch auf der Grundlage der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dann, wenn wir die Evaluationsergebnisse haben, und die Stellungnahmen der Beteiligten, die sowieso einladen, jetzt kommen die sowieso dazu, ihre Auffassungen noch einmal entsprechend auch darzulegen, um dann vielleicht die Chance zu haben, auch sehr divergierende Interessen möglicherweise in Übereinstimmung zu bringen und einen Weg zu finden, wie eine solche Diskussion in Zukunft unter dem Gesichtspunkt, wir schützen den Sonntag, wir schützen Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, geben dem Handel aber auch Entwicklungsperspektiven miteinander in Übereinklang bringen können. An der Stelle sind wir gesprächsbereit und versuchen, das hinzubekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt würde ich immer empfehlen, sich an den Richtlinien zu orientieren, die wir an die Hand gegeben haben, und möglichst auch im Sinne einer Versachlichung der Diskussion auf solche unsinnigen Diskussionen wie ja nicht an Heiligabend den Sonntag öffnen als Verkaufsstelle. Ein Blick ins Gesetz, wie gesagt, hätte genügt, um zu sehen, dass diese Diskussion vollkommen überflüssig ist. Lieber auf der sachlichen Grundlage zu diskutieren, ich glaube, das bringt uns weiter. Danke, Herr Minister Grüttner. Mir liegen Informationen vor, dass beide Anträge jetzt in den Ausschuss überwiesen wurden. Ich sehe Nicken in den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss. Alles klar, dann machen wir das so. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 56, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Steuer.
betreffen Steuerhinterziehung bekämpfen, aggressive Steuervermeidungsstrategie. Ja, Herr Präsident, mein Chef ist gerade nicht da, deswegen bitte ich um Entschuldigung. Aber ich glaube, das gehört eher in den Sozialpolitischen Ausschuss, möglicherweise beide Ausschüsse mitberatend. Danke, Herr Boddenberg. Genau deswegen habe ich gefragt. Es besteht Einigkeit, oder Herr Lenders auch noch einmal? Es geht in den Sozial- und Integrationsausschuss. Jetzt sehe ich überall Nicken. Dann mitberatend in den Wirtschaft und Verkehr dann. Okay, also beide Anträge gehen in den Sozialpolitischen Integrationsausschuss mitberatend WVA. Jetzt haben wir es.